Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Yo-Kai Watch 2 Geistige Geister, wo wir zuletzt unser nun ja filmisches Debüt gegeben haben als Schauspieler in einem großen Yo-Kai Film von Sir Reggie. Ja, und ja, das Ende der Episode gestern, ja, das war mein Lieblingsteil, dabei. Und ich hatte ja ungefähr recht gehabt, mit Gargaros, ja. Nur nicht so, wie ich es gedacht hatte. Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt, hier wieder, ja, in unserer Wohnung, hier. Also können wir, auch nochmal Zähne putzen. Schrubbdiwupp, alles gut. Ich putze mir am besten die Zähne. Aha, links und rechts, Backenzähne, Weisheitszähne. Okay, fühlt sich schon besser an. Ich darf nicht vergessen, mir jeden Tag die Zähne zu putzen. Gut, aber wir haben immer noch nicht genügend, also noch nicht 10-mal, glaube ich, die Zähne geputzt, bis Graf Karius, hier auftaucht. Und dann, uns herausfordert. An dessen Ende wir, eine heilige Kugel, kriegen könnten. Ja, ja. Graf Karius sieht es, nicht gern, wenn wir, Karius bekämpfen. Ja, ja. Sonst wird er arbeitslos. So, wieso sind wir jetzt hier? Okay. Andere Seite, So. Richtige Seite. Bahnhof. Komisch. Hört sich ja ein bisschen komisch hier an. Na, werden aber wohl die Züge, sein. Gott! Also, jetzt können wir endlich mal loslegen. Also gut. Auf geht's. Wir kaufen unsere Fahrkarte. Ja, Tageskarte. 3 Euro. Erhalten Tageskarte. Gut. Also. Wir sind am Lenzhausener Hauptbahnhof. Jeder Zug fährt durch diese Stadt. Also Eilplatz Richtung Fortunaplatz. Warte mal. In die Echolinie umsteigen, also pass auf. Wartet mal. Ich will mal hoffen, dass wir dass der Zug noch bleibt. Also Mamas Wegbeschreibung. Also Lenzhausener Hauptbahnhof. Zentrallinie. Fortunaplatz. Echolinie. Bahnhof Petzling. Bus. Aha. Denk daran umzuschalten. Nimm dich ordentlich, wenn du bei Oma bist. Och ja. Das machen wir doch immer. Naja, heutzutage ist das nicht mehr allzu häufig, ja. Ich habe heutzutage nur noch eine Oma, ja. Die andere ist, leider, viel zu früh von uns gegangen. Sehr überraschend. Naja, aber jetzt sitzen wir wenigstens im richtigen Zug. Hat zwar jetzt, mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber gut. Dass Sie heute mit der Zentrallinie gefahren sind. Nicht zu danken. Nicht zu danken. Also, Richtung Fortuna. Warte mal, können wir das... Nein, wir können das also nicht beschleunigen. Ah, ich wollte es eigentlich mal ausprobieren. Kann man das Ganze mal vorspulen? Aber wie es aussieht, nicht. Aber ja, Zugfahren ist, schon eine feine Sache. Sofern, ja nicht der Zug irgendwie etwas, Verspätung, hat. Ja, ja, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal den Dreier erstmal aus der Hand, legen. Und, mal die Gegend, hier begutachten. Apropos, wo ich also meine Oma, mal erwähnt hatte, die, nun ja, nicht mehr unter uns weilt. Warte mal, sind wir, jetzt schon beim Fortunaplatz? Ah, Tatsache. Wir müssen da jetzt schon aussteigen. Fortunaplatz erreicht. Endstation. Lasst uns aussteigen. Ja, das ist gut. Als nächstes müssen wir die Echolinie nehmen. Geht ja doch, schneller, als was ich, gedacht hatte. Ha, unerwartet. Also gut, dann warten wir mal auf die Echolinie. Und worauf warten die anderen hier? Mal sehen. Worauf wartest du? Öder als der Fortunaplatz geht wohl nicht. Warte, Richtung Petzing? Es gibt kaum Nachleben. Ey, aber hey, die Miete ist günstiger als in der Innenstadt. Gut. Ha. Also, ich muss schon sagen. Und danke, dass Sie heute mit der Echolinie gefahren sind. Ja, nicht zu danken. Ja, du, Jibanyan, ist dir mit diesem Bauchwärmer gar nicht heiß bei dem Wetter? Bauchwärmer? Ach ja, das komische Ding, was Jibanyan ja um sich trägt. Das ist also ein Bauchwärmer. Also, wenn ich meinen Bauch wärmen will, da habe ich einfach eine Wärmflasche im Bett.
Ja. Ehrlich gesagt, ja. Aber ohne mein Markenzeichen herumzulaufen, würde es sich komisch anfühlen. Irgendwie nackt. Markenzeichen? Ja, ein normales süßes Kätzchen sein reicht in der Yokai World nicht aus. Und ohne dieses Teil hier wäre ich nur eine einfache rote Katze, die zwei brennende Schwänze hat. Ja, das da hinten soll Elsack Feuer sein. Und der ein Stück Ohr fehlt. Sind das nicht schon genug Markenzeichen? Ein Yokai hat's echt schwer, glaube ich. Oh, nächster halt Grünfeld, da wollen wir nicht längst. Naja, aber vor ein paar Jahren. Ja. Halt Grünfeld. Ja, schon. Hier aussteigen? Nein. Aber in meinem ganzen Leben bin ich Elsack nur ein paar Mal Elsack mit dem Zug Elsack gefahren. Meistens Elsack, wenn es irgendwelche Ausflüge bei der Schule Elsack gab. Oder mit der Schule, ja. Einmal war ich Elsack mal in Flensburg. Da gibt es Elsack, ja, wenn ich mich recht entsinne, Elsack, ja, diese. Wie heißt das? Phänomenta? Wo Elsack man auch Elsack. Nun ja, einige Sachen Elsack ausprobieren kann oder experimentieren kann bei ein paar wissenschaftlichen Dingern da. Experimenten oder Ausstellungsstücken. Glaube ich jedenfalls, dass es die Phänomenta war. Ich weiß jetzt auch nicht, wie Elsack so wie das hieß. Auf jeden Fall dann auch einmal Elsack zur Weihnachtszeit Elsack in Lübeck. Halt, Tempelpark. Ja, nein, nicht aussteigen. Wir wollen Elsack weiter durchfahren bis nach Petzling. Und ich muss Elsack sagen, das Ganze geht doch irgendwie schneller, als was ich erwartet hatte. Naja, Tempelpark, ein Buddha im Hintergrund. Sieht man jetzt gerade nicht, weil da Elsack, ja, na, Ding ins Kirchen, der Zug war. Aber, nun ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, nur ein paar Mal, Elsack, war ich bisher mit dem Zug gefahren. Immer Elsack, ja. Wenn's Elsack, ja, mit der Schule unterwegs war. Wie schon mal ist hier Flensburg, Lübeck. War es noch vor irgendwo? Ach ja, in Bad Segeberg war ich Elsack auch schon mal. Und Elsack da mit Lübeck, was ich erwähnt hatte, das war mal zur Weihnachtszeit. Da ist man mal beim Weihnachtsmarkt Elsack gegangen da. War Elsack nicht schlecht. Waldschluchtfälle. Ah, ist Elsack auch sehr waldig, Elsack hier. Naja, auf jeden Fall vor ein paar Jahren hätte ich Elsack mit meiner Mutter Elsack auch Elsack. Wäre das Auto. Weil es war vor ein paar Jahren im Januar. Glaube ich, Elsack, ja. Da war es Elsack hier auch sehr kalt. Man war ja auch auf dem Weg zu meiner Oma. Wie fast jeden Tag, ja. Und ja, da ging Elsack das Auto Elsack, beim Auto Elsack die Öllampe an oder irgendeine andere Warnlampe. Wir waren Elsack gerade dann noch Elsack bei meiner Oma angekommen. Aber man hat dann sicherheitshalber Elsack nicht mehr mit dem Auto gefahren. Ist man nicht mehr mit dem Auto Elsack gefahren. Denn wenn ja eine Warnleuchte Elsack ja blinkt, dann kann man sich Elsack ja sowas von sicher sein, dass Elsack was nicht in Ordnung ist. Petzlinge. Das Auto wurde dann Elsack am gleichen Petzling erreicht. Endstation. Lasst uns aussteigen. Ja, dann musste man Elsack auch noch das Auto abschleppen lassen. Auch am gleichen Tag Elsack ja. Na. Am gleichen Tag dann Elsack ja auch. Ja, war man Elsack ja bei der Werkstatt. Hat man auch reparieren lassen. Da hieß es, Elsack, ja, es war irgendwas mit irgendeinem Schlauch, Elsack, da. Der nicht mehr so ganz in Ordnung war. Hat man da auch ausgetauscht. Ja. War dann nachher auch alles repariert. Und ein paar Tage später war man, Elsack, wieder auf dem Weg nach meiner Oma, ja. Und rate mal, was dann, Elsack, geschehen ist. Da leuchtete wieder die Warn. Das Warnlicht. Die Kontrollleuchte. Und ihr müsst ja mich entschuldigen über meine Erzählung hier. Ich weiß ja nicht mehr ganz so genau, wie das ja vor ein paar Jahren war. Aber was ich ja sagt, da noch weiß. Am Ende. Ja. Wo er sagt, das Auto ist ja wieder, er sagt, hier an der Werkstatt war. Da wurde dann auch endlich, er sagt, mal, er sagt, na, festgestellt, was wirklich er sagt, war. Nämlich, das Öl. Was er sagt, ja, für den Motor, er sagt, gut ist. Also das Öl in der Ölwanne, das war gefroren. Habt ihr davon schon mal was gehört, dass Öl Elsack bei einem Auto gefrieren kann? Naja, vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall, Elsack. So, daran kann ich mich noch erinnern. Aber was da genauso war, weiß ich jetzt Elsack nicht mehr. Und wie kommen wir jetzt von hier aus zum Haus von Oma?
Naja, mit Bus, Bahnhof, Zug, da wäre man auch fast, er sagt, Zug gefahren, aber naja, die an der Werkstatt waren, er sagt, flott. Hat er gesagt, nie allzu lange gedauert. Phantom, wir sollten uns mal den Zettel von deiner Mama ansehen. Gut, machen wir mal, Whisper. Also, Inventar natürlich. Also gut, den Zettel von Mutti. Mal sehen, Petzling, Bus. Ja, als nächstes müssen wir mit dem Bus fahren. Gut, also der Bus. Ach ja, und erstmal abspeichern hier. So, einmal Tagebuch, dann mal speichern. Und dann als nächstes geht's dann los. Dann besuchen wir die Omi. Gut, aber erstmal gucken, gab's hier noch irgendwas? Okay, hier können wir nicht längs, aber da war eben irgendjemand. Okay, was für Yokai haben wir jetzt hier? Mal sehen, wir spüren die Aura eines Yokai. Und wir haben... Warte mal, du kommst mir bekannt vor. Halt, halt, halt. Komm her. Du kommst mir bekannt vor. Ich glaube, ich hab dich, Freundspalter. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut jetzt. Dich können wir, sagt Fisch. Oh, das ist wirklich gut. Also gut, wir haben hier etwas Cola für dich. Ja. Ah, du liebst es. Das ist gut. Halt. Aufzehren. Ah, also. Ja. Also, sobald wir, sagt Freundspalter, sagt im Team haben. Was ich eigentlich hoffe, dass wir es, sagt im Team, sagt kriegen können. Dann wollen wir, sag mal sehen. Freundspalter im Austausch für Gustav, sagt, ins Team zu nehmen. Also ist es jetzt schon mal gut, sagt, dass wir jetzt, sagt, getroffen haben. Na komm schon. Yes. Ah, der Weg nach Petzling gestaltet sich jetzt schon mal gut. Vorausgesetzt, Freundspalter, komm bitte mit uns. Komm. Oh. Du mieser Falter. Wir haben dir, schon dein Lieblingsgetränk, gegeben. Eine schöne, eisgekühlte Cola. Wobei ich, sagen muss, dass mir Zitronenfanta, naja, lieber, besser schmeckt als... Nun ja. Cola. So, wartet. Warte mal. Wie so zum Kuckuck schlägt hier das Yokai-Rad aus? Ah, hier. Deshalb. Ich will mal hoffen, dass wir noch einen weiteren Freund spalten, Isaac. Nein, du bist Schwupp. Schwuppdiwupp. Dich wollten wir eigentlich nicht haben. Aber gut, vielleicht sind, Isaac, ein paar Freundspalter, Isaac, bei dir. Kann ja sein. Kann ja sein. Aber wir bräuchten, Isaac, auch noch Feindspalter. Okay, ihr seid einfach nur Schwupps. Okay. Dann erledigen wir euch, Isaac, auf einen Schlag. Wird Zeit für einen Jasenbruch. Komm schon. Grobianian. Demonstriere deine Kraft. Bam. Jasenbruch. Yeah. Drei auf einen Schlag. Nicht Schleich, sondern Schreich. Gut. Level 11 für Strahlemann. Und ja, wir haben einen hässlichen Ring erhalten. Ist ja nett. So einen Ring sollte man niemals, sagt einer Freundin, Frau, Verlobten oder was weiß ich, sagt noch, geben, schenken. Lieber sowas wie ein Ring des Mondlichts, was wir, sagt Gustav, gegeben hatten. Naja, auf jeden Fall schauen wir uns nochmal um. Vielleicht finden wir, sagt, nochmal einen Freundspalter. Ansonsten, sagt, nehme ich jetzt erstmal den Bus und fahren, sagt, zu unserer Oma nach Petzling. Ah, ein Marathonikum. Gut. Okay, wir können ja nicht mehr längs. Naja, vielleicht finden wir aber noch irgendwo anders, sagt, mal. Wie gesagt, vielleicht finden wir irgendwo anders, sagt, nochmal einen Freundspalter oder Feindspalter oder was auch immer für einen Spalter. Naja, auf jeden Fall ein paar Hefte kriegen wir hier auf jeden Fall. Schön, schön. Seit ein paar Jahren bin ich ja sowieso, auch zum Comic-Fan, auch mutiert.
Jeden Monat kaufe ich mir meine Marvel Comics. Hm. So, nimm den Bus nach Petzing. 2 Euro. Ja. Also gut. Busfahren mag ich eigentlich auch. Ist eine gute Alternative dazu, den Bus nehmen? Natürlich, sonst hätten wir doch jetzt nicht 2 Euro, Ersack, bezahlt. Hm. Ist ja auch nicht, Ersack. So schlimm, ja. Vorausgesetzt, der Bus ist, Ersack, nicht so voll. Er kommt nicht so spät, Ersack, an. Hm. Und ja, Petzling. Endlich haben wir dich erreicht. Ach, wurde aber auch Zeit. Nach der endlangen letzten Episode. Also, ich hatte wirklich, Ersack, nicht damit gerechnet, Ersack. Dass wir, Ersack, so lange... Ah, oh, verdammt, wieso muss ich jetzt aufrufen? Stoßen. Naja, auf jeden Fall hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir so lange, Ersack, dafür brauchen. Oma, ich hab's geschafft! Yo, da ist die liebe Omi. Phantom! Das ist deine Oma, Phantom? Ich mag sie jetzt schon. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich war besorgt, dass du allein Zug fährst. Wie albern von mir. Was bist du groß geworden? In welcher Klasse bist du jetzt? In der 5. Und das Zugfahren war aufregend. Es hat so Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Vielleicht kannst du mich ja jetzt ja öfter besuchen. Du bist sicher müde von der Reise. Lass uns zurück zum Haus gehen. Hört sich gut an. Geh mal voraus. Ach ja, früher bin ich ja sogar auch oft mit meiner Oma Elsa spazieren gegangen. Das waren damals noch Zeiten. Da hat man früher Elsa auch einfach so mal Elsa Autos Elsa sich angeschaut. Elsa, ja. An der Brücke, Elsack, ja, wo man war. Mhm. Längst gegangen war, meine ich. Ja, ja. Ach ja, die Jugend. Und heute ist mein alter Sack. Ja, was gibt's hier? Ach so, einfach, Elsack, mal. Meine Güte, ist das Ihr Enkelsohn, Frau Adams? Ja, das ist er. Er hat Sommerferien und ist ganz allein hierher gekommen. Das ist ja schön, oder? Ein Kind, das gerne Zeit mit seiner Oma verbringt. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, gnädige Frau. Und auch noch so höflich. Ich hoffe, dir gefällt deine Zeit hier in Petzling. Einen schönen Tag noch. Komm, Phantom. Okay, jetzt habe ich irgendwie die alten Stimme also, wohl vertauscht oder irgendwie nicht richtig hingekriegt. Ja, ja. Tja, tja. Ist wirklich jetzt also ein netter kleiner Spaziergang. Ja, ja, da, 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 da. Aber dass meine Yokai-Radar jetzt überhaupt nicht ausschlägt. Hm. Ich schätze, sag mal. Ach ja, da drüben ist auch ein Tempel. Hat sich ein bisschen höher in Erinnerung. Aber ja. Ach ja, was ist jetzt los, Omi? Oh, Phantom, stört es dich, wenn wir kurz zu den Laden dort gehen? Kein Problem. Ich wollte auch noch einkaufen. Jo, geh mit Oma einkaufen. Ah, jetzt schlägt er das Radar, sag aus. Aha. Okay, 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 okay. Vielleicht finden wir also auch sagt unseren Freund Spalter. Sei gegrüßt, wie kann ich dir helfen? Indem ich erst ein paar Sachen mal kaufe. Mal sehen, Bambussprosse. Kiefernpilz. Alter Schwede, wer bezahlt bitte schon 120 Euro für einen Pilz. Okay, Bambussprosse. Halt sehr viele Lebenspunkte. Okay, dann gebe ich mal 55 Euro dafür aus. Danke, Schätzchen. Komm jederzeit wieder. Ja, ja. Oma, hast du alles? Mal sehen. Was sonst noch? Möchtest du auch gern etwas zum Naschen? Eigentlich nicht. Generell, Elsack. In meiner ganzen Jugend über. Oh. Vielen Dank und beehren uns bald wieder. Okay. Danke, dass du mitgekommen bist. Oh, es ist so heiß draußen. Du bist sicher durstig. Hier, bitte sehr. Oh, danke schön. Danke, Oma. Gern geschehen. Nun denn, sollen wir nach Hause? Ja, geh voraus. Geh voraus. So ist ja die Quest. So ist ja die Queste. Die Queste zum Beste. Ja, ja. Aber auf jeden Fall ist klar, so ein Format wie die Queste zum Beste werde ich Elsack hier Elsack nicht machen. Dafür sind die Queste Elsack hier ein bisschen zu, nun ja, ein bisschen zu langatmig. Hm.
Hatte ich zwar auch mal vorgehabt, so wie im Pokémon Ranger einfach mal die Queste zum Beste geben. Aber nee, das läuft der Sack hier also auch nicht allzu gut. Außerdem laufen wir jetzt sowieso Ersack auch nicht allzu gut. Wir gehen Ersack einen kleinen Spaziergang, sind gleich sowieso bei Omis Haus, hier angekommen. Ja, hier neben den Reisfeldern. Die Städtenamen sind ja alle Ersack recht deutsch und so, aber ja. Aber trotz allem ist Ersack die ganze Gegend doch recht japanisch, Ersack angehaut. Ah, hier gibt es auch einen Yokai, aber naja. Da sind wir schon. Fühl dich wie zu Hause. Wow, es sieht noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Phantom, hast du nicht etwas für deine Oma dabei? Oh, richtig. Oma, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Oh, dein Opa hat dir geliebt. Weißt du noch, wie wir seiner gedenken? Ja, wir machen eine Opfergabe am Familienschrein. Ja, alles Städtenamen und so weiter, alles auf Deutsch. Euro, sag auch hier. Warte mal, Familienschrein, wo ist denn? Ach, der ist da drüben. Gut, dann wollen wir erstmal kurz Opa Elsack gedenken. So, ein paar Kreppel legen wir da. Nathaniel, das würde dich sicher sehr freuen zu hören. Phantom erinnert sich an unsere Tradition. Und er hat einzigartige und leckere Gaben dabei. Deine Lieblingskrapfen. Jo. Das ist der Opi. Ist der Mann auf dem Foto dein Opa? Ja, aber ich habe ihn nie kennengelernt. Er starb vor meiner Geburt. Mein Opa nicht, aber er starb, er sagt auch, sehr früh. Hm, im Schlaf, er sagt wohlgemerkt. Ah. Tut mir leid, dass dein Opa nie kennenlernen durfte, Phantom. Er war klug, stark und so hinreißend. Er war ein wunderbarer Mensch. Ich fühle mich fast so, als hätte ich ihn gekannt. Du erzählst so viel von ihm. Es muss wahre Liebe gewesen sein, so wie sie immer noch von ihm schwärmt. Ach ja, Liebe. Ja, ja. Love is in the air. Leider nicht mehr. Nun gut, wie wär's, wenn ich mit dem Abendessen anfange? Nach der langen Reise brauchst du ordentliche Stärkung, Phantom. Klingt gut. Kann ich dir in der Küche helfen? Danke, mein Lieber. Ich kümmere mich schon drum. Geh doch raus und erkunde die Gegend, bis das Essen fertig ist. Okay. Geh aber nicht zu weit weg. Mach ich dich, Omi. Ach ja. Ah, Schlüsselaufgaben. Ja, das muss natürlich wieder kommen. Löse offene Schlüsselaufgaben. Nach dem Speichern. Obwohl, wir könnten höchstens eine Schlüsselaufgabe, beginnen. Denn bisher haben wir, knapp 23 Minuten auf der Uhr. Also, ja. Was war es nochmal, dass du so mochtest, Herzchen? Pfannkuchen, Kartoffelbrei, Königsberger Klopse, Becher Mehlkartoffeln, Frikadellen, Fleisch, Hähnchen, Ach ja, da unten gibt es Yokai, aber, ja, hier in der, warte mal. Da oben gibt es, eine Queste. Hier unten? Warte mal, was für eine Quest gab es hier unten, Noch? Ich weiß, noch, was für Quest ist, Nun ja. Es, da oben und beim Tempel, gab, aber, ja. Gehen wir jetzt, hier in die falsche Richtung? Ja, wir sind in der falschen Richtung hier. Ja, ich weiß, ja, noch, was für Quest es, beim Tempel und, da oben, beim Wasser gab, aber was war hier noch, der Fall? Mal sehen. Ah, verdammt, das könnte Verstecken gespielt gewesen sein. Hey, du bist neu hier, oder? Meine Freunde und ich spielen Verstecken, du sollst mitspielen. So geht's, wenn du 6 von uns in 2 Minuten fängst, gewinnst du. Ja, gut, aber das ist eher Fangen als Verstecken. Alles klar, lass uns loslegen. Okay, wahres Verstecken hat begonnen. Na, dann wollen wir mal beginnen. Finde 6 innerhalb von 2 Minuten. Okay, das... Ah ja, wenigstens in diesem kleinen Gebiet hier. Okay. 6 Leute müssen wir finden. Hallo? Gut. Auf keinen Fall. Wie hast du mich gefangen? Indem ich dich angetippt habe. Ebenso wie dein Kumpel hier. Was? Das war's? Ja, das war's. Geht ja schneller als gedacht. Okay.
Alter! Bleib stehen! So, ich hab verloren, aber ich war doch so schnell. Das kann nicht sein. Oh doch, das kann sein. Und da ist ja noch einer. Hey, warte! Lady! Bleib stehen! Ah, du hast mich! Ah, im wahren Leben sollte man so, er sagt nie ein Mädel hinterherlaufen. Könnte man falsch verstehen. So. Mein Versteck! Mein Schatz! Ja, ja, ja. Hey, warte mal. Das war jetzt wirklich einfach. Ah, das war wohl nicht meine beste Idee. Wow, war's wohl nicht. Gut, Erfolg. Mensch, wir sind in Petzling angekommen und konnten dabei erst noch eine Quest erledigen. Nein, ich hab verloren. Du bist schneller, als du aussiehst. Lass uns bald mal wieder spielen. Jo, nichts lieber als das, Amigo. Gut. Perfekt. Ja, perfekt. Das sehe ich, Erzak, auch so. Perfekt. Gut. Also, zwei Level-Ups. Finde ich also auch. Perfekt. Und so, was wollen wir jetzt? Tempo plus 20, Geist... also, Tempo plus 20 beides. Stärke minus 12, Geist minus 12. Also, die meisten Yokai, die ich Erzak habe, sind Erzak... warte mal. Ich habe zwei spezielle. Frostina und Strahlemann. Dann habe ich Erzak... ach, was soll's? Ich denke, er sagt, doch mal, wir nehmen das Hermes-Emblem. Ja, das könnten wir Frostina doch eigentlich geben. So. Bonusszene. Ah, die Szene kennen wir. Na? Ah! Bravo! Alles blitzeblank! Hast gut gearbeitet. Und eine Bronzepuppe. Ich denke, von denen haben wir doch auch noch ein paar. Könnten wir theoretisch Erzak verramschen? Und ja, ich kann mich noch gut erinnern. Hier in Petzling gab es eigentlich auch Freundspalter. Und was ich Erzak auch weiß, es gibt... man kann Erzak Freundspalter. Und... warte mal. Kriegen wir jetzt Erzak einen Yokai Erzak hier noch? Wartet mal. Noch haben wir Zeit. Nein. Ah, bei der Veranda, Erzak, hier unten. Ist Erzak nicht das, was ich jetzt haben wollte. Aber vielleicht... na, was haben wir hier? Okay, wer bist du? Verdammt mal. Das hakt dir jetzt irgendwie. Okay, wer bist du? Kannst du Erzak Gustav Erzak ersetzen? Wer Visage? Aha, wer Visage? Wohl eine recht wirre Visage. Visage. Okay. Okay, los geht's, Leute. Greift an. Yo, Colliver. Go, 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 go. Ach ja, Colliver. Kannst du Erzak auch mal wieder loslegen? Mit Erzak ja den wütenden Kreuzhieb. Los geht's, Amigos. Vorwärts. Wütender Kreuzhieb. Bam. Oh, wie gut Erzak auch, dass Collivers Fähigkeit Erzak bisher so gut wie gar nicht Erzak zum Vorschein Erzak kam. Nämlich Erzak Verbündete Erzak anzugreifen. Wunderbar, sag ich da. Exzellent, auch noch. Dazu und nicht gepennt. Oh, aber diesen Yokai haben wir nicht hinzugekriegt. Schade, sag ich da. Oh, schade. Okay, mit 29 Minuten werden wir gleich Erzak... da drüben, Erzak, ankommen beim Tempel, wo wir, Erzak, in der nächsten Episode, Erzak, die nächste... ah, eine neue Musikkarte. Also, die nächste Quest, Erzak, naja, bearbeiten werden. Wenn wir aber auch Glück haben... nein, wir haben natürlich kein Glück. Hier gibt es, Erzak, keinen neuen Yokai. Schade. Warte mal, hier könnte es, Erzak, doch einen Yokai geben. Hallo? Okay, es wird vielleicht knapp. Okay, Freundspalter. Ach, wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Episode. Er wird Erzak... ah, verdammt, er ist nicht mehr da. Okay. Naja, auf jeden Fall sagt er mal tschüss, bis zur nächsten Episode, wo wir die nächste Schlüsselaufgabe hier im Tempel Erzak absolvieren werden. Und somit sage ich tschüssi.